Aus meiner Sicht ist das aber nur ein Teil von allem. Aber man muss das machen, weil es was mit Akzeptanz zu tun hat. Damit, ob das noch hingenommen werden kann, was da alles geschieht und ob wir das Gefühl haben, es geht mit rechten Dingen zu. Aber wir müssen jetzt in dieser Wirtschaftskrise auch dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit nicht ohne weiteres explodiert, dass der Wirtschaftskreislauf nicht immer weiter nach unten geht. Und das ist der Grund, warum wir eben auch milliardenschwere Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht haben. Alles viel Geld. Wenn man sich fragt, wozu ist das notwendig, dann kann man sich das leicht an sich selber erklären. Wenn jeder hier im Raum sich mal überlegt, welche Neuanschaffungen größerer Art auf Kopf geschoben werden können und wie lange man durchhalten kann, ohne sich was Größeres neu anzuschaffen, dann kommen die meisten auf eine längere Zeit. Da ist denn zwar das Sofa, das längst mal erneuert gehört und das müsste anders sein und die Werbung ist auch ganz toll, aber wenn es wirklich darauf ankommt, es ginge etwas länger. Das Gleiche gilt für die ganzen Unternehmen. Und wenn ich mit Unternehmen spreche, dann sind alle dabei, solche Überlegungen anzustellen. Welche Investitionen können vielleicht in einem Jahr sein, in zwei Jahren, in drei Jahren, jetzt, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht, was muss man aufschieben? Und das ist natürlich individuell alles vielleicht ganz klug. Nur wenn wir das alle machen, dann wird das nichts mit der Prognose, dass diese Wirtschaftskrise vielleicht in diesem und nächsten Jahr allmählich wieder vorbeigeht. Sondern kann das sehr, sehr lange dauern und wir können ganz lange aufeinander warten. Und um das zu durchbrechen, um dafür eine bessere Situation zu sorgen, dafür machen wir diese Konjunkturprogramme, darum geht es, wenn wir sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass der Kreislauf nach oben wieder beginnt. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir das gemacht haben mit Kredithilfen für Unternehmen, die sonst keine Kredite mehr kriegen, aber sie vor zwei Jahren gekriegt hätten, mit Investitionen in ökologische Erneuerung unserer Volkswirtschaft, mit Geld für Kommunen, für Infrastruktur, für Schulen, für Gebäude, alles das, was notwendig ist. Wobei ich mir bei der Investition in Schulen doch einen Wunsch nicht verkneifen kann. Das kann auch nicht sein, dass alle Landesregierungen in Deutschland immer darauf warten, bis mal wieder eine Konjunkturkrise ist, damit ein Schuldach neu gedeckt wird. Ich finde auch zwischendurch, ist das ein Einzelne. Aber unabhängig davon ist es richtig, dass wir das jetzt machen. Und es hilft auch dazu, dass jetzt der Kreislauf wieder nach vorne geht, denn jetzt sind allmählich all diese Konjunkturprogramme im Werden und das führt dazu, dass überall in irgendeiner Weise jetzt Investitionen sich bewegen. Natürlich unterschiedlich. Manche sind langsam, manche sind schnell und man muss überall aufpassen, dass dann nicht Dinge finanziert werden, die sowieso auf der Tagesordnung standen. Aber wenn das geschieht, dann kann das dazu beitragen, dass wir durch diese zwei Jahre besser kommen. Und weil ich mich nicht drücken will, will ich dazu sagen, zu den Entscheidungen, die wir da getroffen haben, gehört selbstverständlich auch das, was wir als Umweltprämie, einige nennen das Abwrackprämie, in der Diskussion haben. Ein ziemliches Erfolgsmodell, wenn man bedenkt, worum es eigentlich ging. Die deutsche Automobilindustrie, eine der zentralen technologischen Fähigkeiten Deutschlands, exportiert etwa 70% der Dinge, die sie herstellt. Und der Weltmarkt für Automobile ist im Augenblick ziemlich nach unten gegangen. Nun werden wir mit keinem Konjunkturprogramm in Deutschland, ich warne jeden vor allzu großem Wahnsinn, werden wir mit keinem Konjunkturprogramm in Deutschland die Weltkonjunktur wieder nach oben bringen. Und ob in Japan oder Australien oder USA oder in China deutsche Autos gekauft werden, das entscheidet sich dort und nicht hier. Aber ob die deutschen Automobilunternehmen bis dahin überleben, das können wir mitentscheiden. Und genau dazu war diese Maßnahme richtig. Sie hat dazu beigetragen, dass insbesondere bei den kleineren und mittleren Autos jetzt doch eine Konjunktur stattfindet, die natürlich genauso ist, wie die Kritiker sagen. Das ist oft vorgezogener Konsum, das hätten die Leute sonst in ein, zwei Jahren gemacht. Aber unsere Hoffnung ist, dass wenn das jetzt stattfindet, es den Unternehmen hilft und dann, wenn alles sich einigermaßen normalisiert, die internationale Nachfrage wieder einsetzt. Ich glaube, wir haben damit einen Beitrag zur Stabilisierung dieser Industrie getan. Und dass das etwas ist, das uns alle betrifft, das merkt man fast überall. Jedes Mal, wenn ich ein Unternehmen besuche, bei dem ich denke, was die da so produzieren, hat ja wohl jetzt mit der Weltwirtschaftskrise nichts zu tun, treffe ich einen Teil der Produktion, der hat aber sehr viel mit Automobilindustrie zu tun. Wenn man die Zeitung gelesen hat in den letzten Monaten, dann stand da, naja, es ist die Automobilindustrie, aber nicht die Chemieindustrie. Völlig beiseite lassen, wie viel Plastik in so einem Auto mittlerweile ist. Auch diejenigen, die Farben herstellen und alles Mögliche, das sind Dinge, die alle damit zusammenhängen.
Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir das getan haben. Und auch das hat dazu beigetragen, dass es im Augenblick noch nicht so schlimm gekommen ist, wie einige gedacht haben. Ich würde übrigens sagen, dazu gehört es auch, dass wir im Einzelfall mal gucken, wie kann man einem Unternehmen helfen, das sonst kaputt geht, obwohl es nichts dafür kann. Das ist die Frage, die alle erörtert haben bei Opel. Da sind die Meinungen gespalten. Das ist auch in Ordnung. Man muss sowas immer sehr sorgfältig diskutieren. Aber ich fand zum Beispiel bei diesem Unternehmen eins ganz klar. Das kann nicht sein, dass ein Unternehmen, das nun gerade seine ganze Produktpalette erneuert hat, das moderne Autos herstellt, das einigermaßen gut sogar zurechtkommt, was die aktuelle Nachfrage betrifft, verschwindet wegen der Schwierigkeiten der amerikanischen Muttergesellschaft. Und da haben einige aus meiner Sicht auch viel zu schnell und viel zu viel mit der Insolvenz gespielt. Ich meine, Insolvenz ist was Schlimmes. Das wird ja allmählich zur erstklassigen Medizin. Es gibt Unternehmen, die sind aus der Insolvenz wieder rausgekommen. Aber es gibt ganz viele, bei denen es nicht der Fall ist. Im Augenblick hat man ja den Eindruck, wenn man Zeitung liest, das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, ist eine Insolvenz. Ich kenne jedenfalls die meisten Beispiele, wo es nicht so war. Das muss jetzt uns nicht davon abhalten, das andere zu versuchen. Es waren Sozialdemokraten, die dafür gesorgt haben, dass das Insolvenzrecht in Deutschland mehr auf Erneuerung statt auf Abwicklung setzt. Aber trotzdem muss man die Gefahren doch sehen. Und bei Opel ganz konkret, das will ich ausdrücklich sagen, wird das Unternehmen, wenn es jetzt in den Strudel der amerikanischen Pleitewelle reingeraten ist, nie wieder zusammenzutun gewesen. Denn das ist ja nicht Opel Deutschland, um das es da geht. Das ist Opel Europa. Das sind Fabriken in England, in Spanien, in Polen, in Österreich, in Ungarn. Es sind auch Fabriken in den Benelux-Staaten. Und alle diese gehören zusammen, wenn da irgendwas, wenn alle einzeln in Konkurs gegangen wären, was unweigerlich der Fall gewesen, niemand hätte das wieder zusammenfügen können. Und deshalb war es richtig, dass wir das gemacht haben und den Investoren, die es versuchen wollen, eine Chance geben, jetzt mit dem Verkäufer, das bleibt General Motors, klarzukommen. Und wenn es gelingt, dann haben wir das Richtige getan. Sicherheit kann da niemand haben. Aber den Versuch nicht gemacht zu haben, das wäre aus meiner Sicht ganz unverantwortlich gewesen. Und deshalb ist es richtig, dass wir das tun. Allerdings will ich dabei zwei Prinzipien sagen, weil die in der öffentlichen Diskussion immer eine große Rolle spielen. Erste Prinzip ist, wer kriegt Staatshilfe? Alle. Der Wirtschaftsfonds Deutschland mit 115 Milliarden Euro ist nicht für Großunternehmen. Auch. Die meisten, die Anträge gestellt haben, die meisten, die einen bewilligt bekommen haben, als Kredithilfe, mit der Ansage, vor einem Jahr hätte ich noch einen Kredit gekriegt, jetzt kriege ich keinen, wegen der Bankenkrise, sind mittelständische Unternehmen. Wenn man in der Zeitung liest, das sei andersrum, dann ist das schnell hingeschrieben, da hat keiner für recherchiert, um den Satz zu sagen. Hätte er recherchiert, hätte er ihn nicht geschrieben. Denn das kann man richtig nachlesen und es wird auch immer mehr so werden. Also es gibt nicht nach klein und groß. Und das Zweite ist, aus meiner Sicht, es geht nie um die Eigentümer. Deshalb habe ich mal gesagt, weiß nicht, ob ich irgendwie hier im Saal zu nahe trete, man kann nicht im Nerzmantel für Staatshilfe demonstrieren. Das war mir persönlich wichtig, weil ich klar machen wollte, es geht darum, dass wir ein Unternehmen, dass wir die Arbeitsplätze, die industriellen Strukturen sichern. Aber es kann doch nicht darum gehen, dass man sagt, wenn sich jemand mit seinem Geld verspekuliert hat, dass wir sagen, schlechte Sache, wir stellen dich jetzt wieder auf Null. Sondern das ist dann auch etwas, was mit unserer Wirtschaftsverfassung verbunden ist. Die Folgen muss man tragen. Nur, dass alle anderen das mit ausbaden müssen, dass die ganze Unternehmensperspektive verloren geht, das ist was anderes. Und auch bei den Banken sind wir so gewesen. Die Hypo Real Estate gehört denen, die sie mal gehört haben, jetzt nicht mehr. Die haben jetzt noch ganz wenige Prozent und das wollen wir ihnen auch noch für Verstaatlichung wegnehmen, zu Recht. Und bei der Commerzbank sind die bisherigen Eigentümer jetzt auch nicht mehr so viel am Unternehmen beteiligt wie vorher. Das ist jetzt weg. Das werden Sie auch, wenn es wieder gut läuft, nicht wiederkriegen. Aber wir wollen unsere Einlage zurück. Das ist schon die Aussage, die damit verbunden ist. Ich glaube, das sind klare Prinzipien. Wenn man denen treu bleibt, dann kann man das auch machen.